So, wie geht es mit dem Wind hier? Erster Stopp in der Nähe von Leipzig, 270 Kilometer bin ich jetzt gefahren oder sind wir gefahren. Und Restreichweite waren jetzt noch 220 Kilometer, das heißt, das sind 490 Kilometer, obwohl ich Autobahn fahre oder gefahren bin mit 115 sowas, inklusive Klimaanlage, kann man nicht meckern. Also das ist wirklich, ich bin jeden Tag begeistert von dem Auto. Warum gerade hier? Man sieht es im Hintergrund. Gasthof zur Goldenen Möwe. Und nach gesunden und nahrhaften Essen werden wir jetzt weiterfahren. 2 Stunden später. So, angekommen im Hotel. Mal schauen, ob das auch Fokker genehm ist. Moment. So, hier haben wir hier einen Fokker im Bad. Wunderbar. Ja. Waschbecken, Dusche, alles da. Hier geht es dann quasi, ja, wunderbar, schön, wenigstens kein Teppichboden, weil Teppichboden ist immer nicht so schön. Hier sieht man aus dem Hinterhof raus, für mitten Berlin, schön grün, wunderbar. Und was noch wirklich schön ist, die haben ein schönes Wandfoto, also das meine ich aber nicht, sondern dieses hier, krass, oder? Also das ist schon, muss ich schon sagen, das hat schon Flair. Ja, Berlin, ich freue mich. Peace und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, das geht mit dem Wind, geht es so furchtbar. In Berlin, die Hauptstadt. Groß. Ja. E-Mobilitätsparade. Es sind schon einige da. Wir haben aber noch über eine Stunde Zeit. Es kommen laufend noch weitere E-Fahrzeuge. Und rein von der Anzahl her würde ich jetzt schon sagen, knappe 100. Angemeldet haben sie 500. Das heißt, der Parkplatz wird richtig, richtig voll. Danach gibt es eine Rundfahrt und ihr seid mehr oder weniger live dabei. Geh nicht zu schnell! Wenn harte Biker mit Warnwesten fahren, könnte ich kotzen. Der erste Ampera E, nee, der erste Ampera, nicht E, das ist der Ampera Opel Hybrid. Wir haben mit ihm unterhalten, er hat jetzt 120.000 Kilometer drauf
und hat auf dem Bordcomputer einen Durchschnittsverbrauch auf diese 120.000 Kilometer von 1,3 Liter auf 100 Kilometer. Hey, Berlin, das 1 Liter Auto ist schon lange da und Opel hat es eingestellt. Den kenne ich. Oh mein Gott. Und jetzt geht's dann gleich los, noch 2 Minuten. Aber wir werden bestimmt noch mal locker 10 Minuten stehen, bis alles losgeht. So, seid ihr elektrisiert? Ja! Nur als Info, wir fahren jetzt los und meine Kameraassistentin, die filmt jetzt dann nochmal raus und man hört mal, dass man nichts hört. Das Einzige, was man hört, ist die Warnblinkanlage. Bundesrat ist das schön. Da haben sie das Bundesrat erfunden. FC Bayern Fanshop und das in Berlin, ey. Con la máquina de la puerta, con la máquina de la puerta.
So, als Info, wir fahren jetzt wieder von Berlin weg, haben 100% geladen und die Restreichweite zeigt 515 Kilometer. Okay, ohne Klima, aber immerhin. Krass, oder? Jetzt, wenn ich Klima anmache, geht es auf 491, aber er muss ja noch hoch oder runter kühlen, das heißt, die wird dann auch wieder ein bisschen mehr steigen. Wunderbar, ich bin begeistert. Ja.